Hallo ihr Lieben, ich habe etwas ganz Besonderes vor und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Denn ich mache jetzt gleich einen Online-Schminkkurs mit und darauf freue ich mich wirklich schon. Der läuft über die DKMS Live, das ist die Deutsche Knochenmark-Spender-Datei. Und darauf bin ich gekommen in unserer Tagesklinik, wo ich mal zur Chemo hingehe. Ist uns das so geraten worden, da kann man kostenlos dran teilnehmen. Normalerweise zu Nicht-Corona-Zeiten kommen sie in die Kliniken und machen mit krebskranken Patientinnen diese Schminkkurse. Jetzt halt alles online. Wie gesagt, ist kostenlos. Und da ich dann von anderen Frauen vorher jetzt schon gehört habe, dass sie ganz begeistert waren, dachte ich, das gönne ich mir jetzt auch mal. Das Schöne ist nämlich auch, also wenn ihr das noch nicht kennt oder noch nicht mitgemacht habt, vielleicht kennt es ja auch die ein oder andere von euch schon, man kriegt vorher so ein hübsches Täschchen zugeschickt und da sind schon alle Produkte drin, die man so braucht. Also man muss noch nicht mal ausgestattet sein. Und ganz ehrlich, für die DKMS mache ich da gerne Werbung, weil ich finde das eine ganz tolle Sache. Es ist auch so, dass diese ganzen Produkte, hey, das ist nicht irgendein Scheißdreck, da sind wirklich tolle Sachen drin, also wirklich hochwertig, die werden dort von den Firmen gespendet. Natürlich werden die da auch so ihre Werbung mitmachen und die Frauen dazu begeistern, wahrscheinlich danach diese Produkte herzunehmen. Egal, ich will auch keine Werbung wirklich machen, aber ich habe mal hier schon so ein bisschen ausgepackt für das Seminar gleich und da sind wirklich tolle Sachen drin. Also manche Sachen kenne ich gar nicht, wozu man das hernimmt. Damit sprüht man sich irgendwie dieses Thermalwasser ins Gesicht und kann seine Haut befeuchten. Eine Foundation ist hier drin. Ich gehe mal querbeet halt hier. Gesichtswasser. Rouge. Quietscherot. Nee, da noch nicht. Wenn ich den Deckel aufkriege, schaut euch diese Farbe mal an. Von Lancôme, ja, hier zum Beispiel, mach mal Werbung. Oder ein Lippenstift war dabei. Also alles nicht wirklich irgendwie nur so Billigpräparate, schöne Sachen. Lip Liner von Chanel. Da muss ich jetzt mehr Werbung machen, ne, damit es nicht... Was haben wir denn hier noch? Okay, Logona kenne ich noch nicht. Naturkosmetik, einen Eyeliner. Noch mehr Lip Liner von L'Oreal. Helena Rubinstein war irgendwie hier dabei. Ach, da ist dann die Wimperntusche her. Douglas hat sich mit verewigt. DM. Der ganze Kram war mit drin in dieser Tasche. Ein Shampoo ist auch noch mit drin gewesen für die empfindliche Kopfhaut jetzt, ja, wenn man eigentlich keine Haare mehr hat. Auch von L'Oreal. wirklich schöne Sachen. Allein da macht es wirklich schon Spaß, wenn man das alles vorher ausgepackt hat. Wie gesagt, kostenlos. Was auch dabei ist, ist dann nochmal so ein, oder mehrere Sachen waren da, so ein Begleitheft. Das heißt, auch da kann man nochmal nachschauen, wie man sich wirklich schminken kann, diese ganzen Schminktipps, ja. Ich habe mich aber hier schon präpariert, dass ich vielleicht mal nochmal was einfach mitschreibe. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich sonst großartig schminkt. Also höchstens die Augen, dass ich nicht ganz so müde ausschaue, mehr mache ich eigentlich nicht. Und jetzt zu meiner Chemozeit, ehrlich gesagt, habe ich es eigentlich ganz oft gelassen, mich gar nicht geschminkt, weil erstens, es sieht mich keiner hier zu Corona-Lockdown-Zeiten jetzt auch, bin ich eh die ganze Zeit im Haus und im Winter. Dann hatte ich immer einen starken Tränenfluss, sodass mir ständig einfach die Augen laufen und dann macht es auch keinen Spaß, sich irgendwie da groß zu schminken. Jetzt fallen mir auch die Wimpern noch aus, also ich habe einfach gerade da nicht viel drauf gegeben. Aber ich denke, es ist mal wieder eine gute Möglichkeit, einfach aus sich zu machen. Und es macht sich auch mal Spaß, jetzt da 2 Stunden soll es dauern, einfach mal mit anderen Frauen zusammen sich ein bisschen zu schminken, finde ich ganz, ganz nette Idee und ganz lustig. Und es gibt einem, glaube ich, auch einfach mal wieder so ein bisschen so, ja, so ein gutes Gefühl. Und davon hatte ich gerade ziemlich wenig in letzter Zeit. Zum Beispiel hatte ich gestern gerade auch wieder Chemo gehabt. Aber heute fühle ich mich wirklich relativ gut und jetzt freue ich mich auf diese 2 Stunden. Ich verlinke euch, wie ihr jetzt dazu kommt. Also ich habe das im Internet dann gefunden und dann kann man sich da online ganz einfach anmelden. Muss da auch nichts groß irgendwie nachweisen. Also man sollte sich nur anmelden, wenn man halt gerade, wenn man Krebs hatte und oder gerade in der Krebstherapie ist oder es gerade hinter sich hat. Also irgendwie so, das sollst du halt quasi bestätigen, musst es aber sonst nicht weiter. Also im Prinzip könnte jeder eigentlich mitmachen. Könnt auch es mit Freundinnen zusammen machen oder mit der Mama oder sonst wem irgendwie.
Ja, ich werde mir das jetzt alles mal anschauen, wie das ist, und dann kann ich euch sagen, ob ich euch das wirklich weiterempfehle. Aber jetzt bin ich erstmal ganz guter Dinge und, wie man glaube ich merkt, auch ganz aufgeregt, dass ich mal was erlebe. Und ja, werde ich gerade hier so zum Mädchen, wenn ich meine ganzen Produkte sehe. Freue ich mich schon, die alle dann in meinen Badezimmerschrank einzuräumen. Da sind Sachen dabei, sowas habe ich noch nie besessen. Na gut, also ich erzähle euch gleich weiter. Jetzt lege ich erstmal hier los. Also als erstes die Reinigung. Habe ich hier von Avène so ein Fläschchen, so eine Lotion. Habt ihr das auch? Ja, okay. Auch da gibt es immer wieder Unterschiede. Kann auch aus Vollbrösel. So. Dann tusche ich jetzt die oberen Wimpern von innen nach oben. Mach so ein bisschen Zickzack-Bewegung. Ja, mein Schminkseminar von der DKMS Live ist jetzt vorbei. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich denke, das Resultat, schaut mal, es lässt sich sehen. Also ich fühle mich wirklich wohl, ganz strahlend. Ist mal schön, sich wieder zu schminken. Also wie ich schon sagte, ich schminke mich sowieso nicht allzu viel und jetzt in letzter Zeit sowieso gar nicht mehr. Aber es hat jetzt einfach Spaß gemacht und das werde ich auch wieder öfter machen. Einfach für mich, auch wenn gerade die Wimpern ziemlich ausgefallen und so sind, gibt es auch ein paar Tricks einfach, wie man sich da besser schminken kann. Ich kann es euch nur empfehlen, es macht wirklich Spaß. Ihr nehmt euch einfach mal 2 Stunden, so lange hat es jetzt gedauert, nur für euch. Und ja, es tut wirklich gut, sich mal um sich selbst zu kümmern. Auch wenn ihr vielleicht sonst nicht so die Fans seid, vom Schminken. Und es ist wirklich nicht nur für Frauen, die das immer machen. Da waren noch ganz viele Anfängerinnen dabei, die sich noch nie in ihrem Leben geschminkt haben. Und ja, es ist einfach mal Balsam für die Seele. Also das war jetzt richtig schön. Kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke es euch auf jeden Fall bei mir unten mit drin. Dann könnt ihr gerne auch da mal reinschalten. Ja, habe jetzt alles hier meine ganzen Sachen so hergenommen. Und einfach 2 schöne Stunden gehabt. Gut, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch heute gefallen hat. Und abonniert gerne meinen Kanal, um mich weiter zu verfolgen, sodass wir uns gemeinsam einfach bestärken können und gemeinsam durch diese Zeit gehen können. Und ich hoffe, das war für euch jetzt ein guter Tipp. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, mal bei so einem kostenlosen Online-Schminkseminar teilzunehmen. Alles Liebe, bis nächste Woche. Ciao!